Hallo meine Lieben, der Mond liefert uns auch heute noch immer wieder neue mysteriöse Entdeckungen. Der neueste Fund einer Sphäre aus Glas gibt derzeit den Forschern Rätsel auf. Was hat diese auf der dunklen Seite des Mondes zu suchen? Ein Hinweis darauf liefert uns eine geheime Mission der NASA. Hat diese etwa eine nukleare Bombe auf dem Mond gezündet? Und wenn ja, zu welchem Zweck? Die Bilder des neuesten atemberaubenden Fundes, was China auf der erdabgewandten Seite gefunden hat und was Außerirdische damit zu tun haben, erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Die dunkle Seite des Mondes. Das erdabgewandte Gebiet unseres Trabanten gibt dem Menschen seit Jahrtausenden zu denken übrig. Was verbirgt sich dort? Stets zeigt er sich uns schließlich nur von der einen Hälfte, der hellen Seite. Gibt es dort so Ungewöhnliches, dass man nie damit rechnen würde, dass es sich so nah an uns befindet? Yutu 2, der chinesische Jadehase, der als erstes menschliches Objekt an diesem Ort gelandet ist, hat nun wieder so etwas Außergewöhnliches gefunden. Sphären, die viel größer sind, als könne man diesen eine natürliche Herkunft zuschreiben. Doch woher stammen sie dann? Dieser mysteriöse, dunkle Ort, der sich uns nie am Nachthimmel zeigt, verdankt seinen mythischen Namen dem Autor Mark Twain. Jeder ist ein Mond und hat eine dunkle Seite, die er niemandem zeigt. Pink Floyds weltbekanntes Album The Dark Side of the Moon verfestigte schließlich die Bezeichnung des erdabgewandten Gebiets als die dunkle Seite des Mondes. Als die drei Astronauten Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin und Michael Collins am 19. Juli 1969 den Mond betraten, taten sie dies auf der hellen Seite. Und auch ihre Nachfolger, die Astronauten der Apollo-Missionen, landeten nur auf der uns zugewandten Seite. Ein halbes Jahrhundert sollte es dauern, dass etwas von der Erde auf der dunklen Seite landet. Am 7. Dezember 2018 startete Chang'e 4 zum Mond, eine Raumsonde bestehend aus einem Lander und dem Rover. Doch diesmal sind es nicht die Amerikaner, die den Mond untersuchen, sondern das Reich der Mitte, China. Und das nicht ohne Grund. Mit der Mission soll eine bemannte Mondlandung in den 2030er Jahren und darüber hinaus vorbereitet werden. Sie dient dem Bau einer dauerhaft besetzten Mondbasis am südlichen Rand des Südpol-Aitken-Beckens auf der Rückseite des Mondes. Dazu scannt der Yutu 2 das gesamte Gebiet. Der Jadehase, wie er übersetzt heißt, landete rund einen Monat nach seinem Start am 3. Januar 2019 auf unserem Trabanten. Der 140 Kilo schwere Mount Rover hat bisher 750 Meter auf der Oberfläche des Mondes zurückgelegt. Doch mit seinen zahlreichen Instrumenten wie seinem Radar oder dem Spektroskop sollte er nicht nur die geologischen und chemischen Zusammensetzungen des Mondes analysieren können, auch machte dieser Aufnahmen von Dingen, die mehr als ungewöhnlich scheinen. Erstmals gingen die neuen Entdeckungen des chinesischen Gefährts am Ende des letzten Jahres durch die Medien. Yutu 2 habe ein würfelförmiges Objekt auf dem Mond fotografiert. Das Foto zeigt einen Kubus am Horizont, im Norden gelegen und etwa 80 Meter entfernt. Das als geheimnisvolle Hütte bezeichnete Objekt wurde im Von Kármán-Krater fotografiert. Schnell änderte man den Kurs des Rovers, um das mysteriöse Objekt genauer zu betrachten. Ein detaillierteres Foto sollte gemacht werden. In 3 Monaten solle es soweit sein, dass der Jadehase so nahe ist, dass er ein klares Foto schießen könne. Nur 4 Wochen später präsentierte die chinesische Raumfahrtbehörde dieses Foto. Es soll das Objekt zeigen, das sich zuvor noch so ganz anders präsentierte. Warum es nun auf einmal Monate vor geplanter Ankunft aufgenommen werden konnte, warum die Umgebung hinter dem Objekt ganz anders aussieht, das sind Fragen, die bisher unbeantwortet bleiben. Doch nun hat der Jadehase wieder einmal Ungewöhnliches auf der dunklen Seite des Mondes vorgefunden. Lichtdurchlässige Sphären. Woher stammen diese Glaskugeln auf der dunklen Seite des Mondes? Sind sie natürlichen Ursprungs oder wurden sie künstlich erschaffen? Und wenn ja, wer hat sie dort platziert?
Als die Panoramakamera des Rovers zwei durchscheinende Kugeln auf der Mondoberfläche entdeckte, staunten die chinesischen Wissenschaftler nicht schlecht. Was haben sie dort an der Oberfläche des von Kármán-Kraters zu suchen, auf der dunklen Seite des Mondes? Zwar hatten die Apollo-Astronauten Jahrzehnte zuvor ähnliche Kugeln gesammelt, doch diese waren viel kleiner, dunkler und undurchsichtig. Diese Kugeln aber messen etwa 1,5 bis 2,5 Zentimeter, ein ganzes Stück größer als die kleinen gläsernen Kügelchen, die bisher auf der Mondoberfläche gefunden worden sind. Und so zeugen auch die ersten Stimmen von Außergewöhnlichem. Die Kügelchen hauen uns einfach um, da sie auf dem Mond so einzigartig sind. Die bisherige wissenschaftliche Erklärung deutet auf eine Entstehung in der chaotischen Vergangenheit des Mondes hin. Vulkanische Aktivitäten und Meteoriteneinschläge hätten diese gebildet. Doch von dieser These sind längst nicht alle überzeugt. Schließlich gelte die gleiche Erklärung für die viel bekannteren, aber weitaus andersartigeren Objekte. So nehmen einige Mondgeologen an, dass diese Sphären erst kürzlich gebildet worden sind. Dies könnte auch ihre intakte Form als auch das Vorfinden an der Oberfläche erklären. Glas an sich sei dabei im Mondregolith, dem Gestein unseres Trabanten, allgegenwärtig, erzeugt durch Vulkanismus und Hypervelocity-Einschlägen. Die Bildung von Mondkristallen sei die Folge. Doch ist die wahre Herkunft dieser durchscheinenden Sphären bisher nur Spekulation? Den Forschern legen keine Daten aus dem Spektrometer von U2 vor. Ein besserer Einblick in die Zusammensetzung der Glaskugeln ist so unmöglich. Zwar nahm der Rover die Objekte mit seiner Kamera auf, hielt aber nicht an. Nur so hätte sein Spektrometer fokussieren können, um eine genauere Analyse durchzuführen. Steckt hinter den gläsernen Sphären viel mehr, als man uns weismachen will? Ähnlich einem plötzlich geschossenen Foto eines Steins, der zuvor in weiter Entfernung noch so ganz anders aussah? Einen Hinweis auf den wahren Ursprung der Glaskugeln könnten uns die Insiderberichte einer der unbekannteren Mondmissionen geben. 18. Juni 2009. Die NASA startet eine neue Doppelmission. Eine Sonde in der Größe eines Autos, der Lunar Reconnaissance Orbiter und ein kleineres Raumschiff, den Lunar Crater Observation and Sensing Satellite. Sollte die eine Sonde detaillierte Karten von der Mondoberfläche bereitstellen, hatte die andere eine viel zerstörerische, einmalige Mission. Die Krater-Observationssonde wurde auf einem präzisen und sorgfältig geplanten Kollisionskurs geschickt, in das Gebiet eines Kraters in der Nähe des Südpols. Laut der offiziellen Erklärung der NASA würde der von der Sonde verursachte Aufprall das Vorhandensein von Wasser in dem anvisierten Krater ermitteln können. Die inoffizielle Erklärung offenbart eine viel geheimere Mission. So kamen Gerüchte auf, dass die Sonde nicht nach dem lebenswichtigen Element gesucht hatte, sondern eine nukleare Bombe an Bord trug. Ihr Ziel: eine geheime außerirdische Basis auf der dunklen Seite des Mondes. Am 9. Oktober 2009 um 7.31 Uhr Ortszeit erfüllte die Sonde schließlich ihre Mission. Sie traf den Mond mit einer Geschwindigkeit von 9000 Stundenkilometern. Beweise außerhalb der NASA gibt es für dieses Ereignis nicht, so die Stimmen derer, die anderes hinter dieser Mission vermuten. Der Aufschlag fand schließlich auf der erdabgewandten Seite statt, für Amateurastronomen unmöglich nachzuverfolgen. Stammt das Glas also von einem nuklearen Angriff? Gibt es Hinweise darauf, dass die Glaskugeln dadurch entstanden sind? Diejenigen, von denen einige Wissenschaftler vermuten, dass sie erst kürzlich entstanden seien? Albion Hart, ein Ingenieur der Technischen Hochschule von Massachusetts, fährt das erste Mal durch das US-amerikanische Atombombentestgebiet Alamo Gordo. Eines fällt ihm sofort ins Auge. Diese ungewöhnlich formierten Glasbrocken, die durch die atomaren Explosionen entstanden sind. Hierbei handelt es sich um das sogenannte Trinitit, ein künstliches Glas, das erstmals bei der ersten Atombombenexplosion am 16. Juli 1945 entdeckt worden ist, dem sogenannten Trinity-Test. Sind atomare Explosionen auf dem Mond der wahre Entstehungsgrund für die vorgefundenen glasigen Sphären? Haben US-Satelliten außerirdische Basen auf der dunklen Seite des Mondes angegriffen? Sind Teile dieser Verglasung in das Gebiet geschleudert worden, wo sie U2 nun fand?
Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.